Servus Leute. Servus. Heute sind wir unterwegs, wie ihr seht, mit dem Rad, mit Helm, mit Regenjacke, weil es hat immer wieder geregnet. Jetzt fliegen die Fliegen da rum, egal. Ich habe meiner Freundin ein Rad gekauft, sie hat morgen Geburtstag. Schaut mal. Ein schönes Rad, den Sitz haben wir geändert. Und auch einen Schrotflügel hat sie oben, weil es ja immer wieder regnet. Ich habe auch einen zu Hause, habe ihn jetzt aber oben lassen, weil es ja jetzt doch ein bisschen schöner geworden ist. Der Sitz ist ein bequemerer, der originale Sitz. Der wäre ganz dünn, der originale Sitz, und wäre steinhart. Der ist ein bisschen bequemer, der ist weicher. Da hat sie ein Schloss. Schnell zum Rausnehmen. Ein wunderschönes Rad von Genesis. Ein ganz tolles Rad. Würde ich sagen, das ist besser als mein altes Rad. Meines ist doch schon in die Jahre gekommen. Ich habe auch ein Genesis. Sie hat doch ein neueres. Meines ist schon alt, ist aber noch immer ganz tüchtig. Aber sie hat natürlich ein ganz superes, modernes, neues Rad. Okay, Lichter müssen wir noch kaufen. Das haben wir vergessen. Sie hat jetzt nur Ablend, aber am Tag ist egal. Wenn wir in der Nacht fahren, wird sie auch Lichter bekommen, keine Frage. Ständer, alles ist oben. Alles haben wir rauf machen lassen. Sehr dicke Reifen. Robustes Rad. Ich glaube, sie wird viel Freude haben mit dem Rad. Ein schönes Mountainbike, dicke Reifen, robuste Reifen, gute Stoßdämpfer, Glocke, alles ist da. Und ordentlich Speed hat es auch. Da geht was weiter. Ich würde sagen, wir fahren los, sehen uns dann auf der Donauinsel. Bis gleich, Leute. Viel Spaß mit dem Video. Wir sind jetzt auf Achse. Bis gleich.
fight, never quit, do it right. Play the game, win it life, have no shame. There's no time, feel the pain, live the grind. I could change, in my mind, pick a lane. Commit and climb, the only way to win at life. I never miss, that's fact. Taking big swings, each hand to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? I ain't play no games, I just do, that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather leave than be led. I'll fill the seats as I spread, with every word that I've said. Dein Rad hat so viel Speed, da kann ich nicht mithalten. Da mache ich 5 Tritte und du bist schon weg mit einem. Ich wollte nur zeigen, wie schnell ich bin. Das ist Wahnsinn. Monster. Sehr gutes Rad. Ja, ohne Bemühen. Ja, ja. Ich lasse dich vorne. Na, du kannst dich, wenn du willst, oder soll ich? Mir ist egal. Ich verstehe dich nicht, was? Dann können wir Bier trinken. Ja, ja, können wir auch. Aber bei deinem Rad, ich kann wirklich nicht mithalten, ich habe es gemerkt. Wenn du ein bisschen Gas gibst,
Mit meinen habe ich keine Chance. Das ist Wahnsinn, dein Rad. Aber von den Temperaturen geht's, oder? Ja, super. Ist nicht heiß, kalt auch nicht. Der Wind. Aber ein bisschen nicht so schlimm. Normales Lüfterl, aber der Wind ist nicht so stark. Angenehm. Angenehm. Aber aufgrund der Insekten sind Brillen, glaube ich, nicht schlecht. Aber Jacke ist angenehm. Jacke auch. Ist super, ja. Dann gehen wir Bier trinken. Ja, kann man machen, ja. Da oben. Ja? Ja. Da muss es gut gehen. Genau. Ist einmal ein anderes Geburtstagsgeschenk, ein Rad. Aber du brauchst eines. Und dann sollst du auch ein Gescheites haben. Das ist wirklich gut, ich hab's gemerkt. Du hast so einen Speed um und es ist bequem, es ist robust. Ein Gelände kann man überall fahren, es ist, glaube ich, ein sehr gutes Rad. Rad ist super. Weil wir machen ja doch Ausflüge und über unwegsames Gelände ist so ein Rad eigentlich perfekt. Du musst dich um die Wurzeln und Steine nicht kümmern, fahrst einfach drüber. Genau. Da kann man oder hinten was trinken. Da bin ich oft mit dem Inlineskater gefahren. Einmal halt bei einem Retourfahren, wo es runtergeht zur Straße, einen mächtigen Unfall baut mit Inlineskater. Weil da ist ein Auto gekommen und ich habe irgendwie Bremsprobleme gekriegt. Habe irgendwie nicht gut gebremst und dann haben wir einfach nur hingesetzt. Dann hat die ganze Hose zerfetzt von den Inlineskater. Beim Inlineskater meine ich. Hat meine ganze Hose zerfetzt. Verletzt war ich nicht. Eine kleine Schürfwunde, aber nicht der Rede wert. Aber ja, da war ich einfach viel zu schnell mit Inlineskater. Immer bergab, bergab. Und dann unten, weißt du, bei der Straße, wo es dann zu uns rauf geht, bin ich dann nervös, weil mein Auto entgegengekommen ist. Ich habe das Bremsding nicht geschafft bei den Inlineskater. Dann habe ich einfach nur mal hingesetzt und die ganze Hose hat zerfetzt. Aber okay. Soll nichts Schlimmeres sein, es ist nichts passiert. Damals jugendlicher Leichtsinn, einfach nur Speed gefahren mit den Inlineskater. Aber mit dem Rad bin ich eigentlich lieber und öfter unterwegs, jetzt wieder, so wie früher fast. Jetzt kann wieder schöne Radtouren machen, Freundin hat jetzt auch ein Rad. Was will man mehr? Donauinsel haben wir da am Achfeld, perfekt zum Radfahren. Frische Luft, es ist angenehm hier. Und jetzt die größte Hitze ist eigentlich vorbei. Die Hitzewelle, kann man sagen, ist, glaube ich, vorbei. Ich glaube zwar schon, dass wir noch um die 30 werden wir sicher noch kriegen, aber die große Hitzewelle, die kommt nicht mehr. Die 37, die werden wir nicht mehr schaffen. Der Sommer, mehr oder weniger, geht dem Ende zu. Die Tage muss man auch genießen. Im Herbst kann man da auch relativ schön fahren. Im Winter kann es dann schon ein bisschen unangenehm sein, wenn die kalte Eisluft da kommt. Glatte Straßen, vielleicht ein bisschen Schnee, da kann es mit dem Rad schon unangenehm sein. Aber jetzt, perfekte Zeit. Und man ist in der Natur, man ist in der frischen Luft. Die frische Donauluft geht darauf. Sehr angenehm hier zu fahren. Wenn wir dann mehr Zeit haben, meine, jetzt ist ja schon Abend, dann werden wir dann auch nach Tulln rausfahren. Du hast jetzt ein gutes Rad, da kann ja jetzt nichts mehr passieren. Da können wir nach Tulln schön rausfahren. Und draußen werden wir uns dann gemütlich auf ein Eis, auf ein Bier setzen.
wird auch schön. Ja, mit dem Speed kann ich nicht mithalten. Das Rad hat zu viel Leistung. Jetzt habe ich die höchsten Gänge drin. Schauen, wie ich das aufhole. Ja, da muss ich schon ordentlich reintreten. Sie plagt sich nicht so, ich muss da schon ordentlich reinstrampeln, dass ich diese Geschwindigkeit erreiche. Und mit dem Gegenwind bei diesem Rad gar nicht so einfach. Aber sie soll ein gutes Rad haben. Das habe ich mir gewünscht, dass er ein schönes, perfektes Rad bekommt. Und das dürfte tatsächlich ein gutes Rad sein. Also mit dem Rad hat sie sichtlich viel Freude. So soll das Ganze sein. Der Wind ist sehr lebhaft jetzt. Aber für die Donauinsel doch nicht ganz so schlimm, habe ich schon ärgere Stürme erlebt. Das geht noch beim Radfahren. Meistens ist es so, wenn man rausfährt, hat man immer Rückenwind. Wenn man dann zurückfährt nach Wien, kommt dann Gegenwind. Wenn man dann die ganze Zeit Rückenwind gehabt hat, denkt man sich, man ist nicht so weit weg, das schafft man. Und dann beim Retourfahren ist das ganz, ganz schlimm, dann mit Gegenwind. Habe ich schon oft bei Tulln dann erlebt. Retourfahren wird dann heftig. Aufgrund des Windes. Aber dieser Wind ist nicht so schlimm. Das werden wir locker schaffen. Mein Rad bringt die Leistung nicht zusammen, dann bin ich schnell weg von dir. Da vorne sind wir bei der Schleuse. Da vorne fängt Langenzersdorf an. Da ist die Brücke rüber. Wenn man da weiterfährt, nicht die Brücke hinüber, wenn man gerade weiterfährt, geht es zu der Karneuburger Au. Auf der anderen Seite, wenn man weiterfährt, geht es nach Klosterneuburg. Und wenn man dann noch weiter fahrt gerade, geht es dann immer wieder weiter hinaus nach Dulen, Krems, wohin man auch will. Hier sind immer wieder Eisverkäufer bei der Brücke. Vor allem, wenn man die Brücke jetzt hinunterfährt, steht unten immer ein Eisverkäufer und Getränkeverkäufer. Wir können ein bisschen zu der Brücke rauffahren. Vielleicht fahren wir auf dieser Strecke zurück auf ein Bier, weil da sind schöne kleine Gasthäuser mitten auf der Donauinsel. Vielleicht fahren wir auf dieser Strecke retour, weil auf der anderen Seite kommt dann nichts. Da hast du dann nur die Wageln, die kleinen Eisverkäufer mit den Rädern. Auf dieser Seite haben wir die ganzen Gasthäuser, vielleicht fahren wir auf dieser Seite retour. Gerade geht es nach Krems, nach Karneuburg. Fahren wir mal auf die Brücke rauf.
Eisverkäufer ist heute keiner da. Es ist auch schon spät. Wetter ist auch nicht danach. Hat eigentlich ziemlich den ganzen Tag geregnet. Von der Früh weg an bis am späten Nachmittag. Da sieht man noch die schwarzen Wolken. Es hat wirklich den ganzen Tag geregnet heute. Und da ist was Interessantes, Leute. Boah. Schaut euch den Baumstamm an, mitten bei der Schleuse. Dann wird das Hochwasser da hinaufgespült haben. Weil das Wasser wieder dann darauf gepumpt. Wird drauf gepumpt und dann rüber auf Niederösterreich geleitet. Also das, was von Wien ist, dieses Wasser wird angehoben, steigt dann rüber, geht dann rüber über Langensers auf Korneuburg bis Krems hinaus, geht das Hochwasser hinaus und weiter, wenn es sein muss. Aber Wien wird immer verschont. In Wien kann es regnen, was will. Das wird alles darüber geleitet. Aber der Baumstamm ist mächtig, dürfte von Hochwasser sein. Wann auch immer, muss schon länger her sein. Kann mich jetzt nicht erinnern, wann da das letzte Hochwasser war. Schon länger her. Da drüben Kohlrabenschwarz. Da ist das Regenwetter, was heute den ganzen Tag über Wien fast stehen geblieben ist. Hat immer wieder geregnet. Für Gewitter war es zu kalt. Es hat nur so 17, 18 Grad den ganzen Tag gehabt. Es hat immer wieder geregnet, aber für Gewitter war es eigentlich heute zu kühl. Gewitter war keines dabei, nur Regen. Jetzt kommt die Sonne raus. Ich glaube, jetzt wird in den nächsten Tagen wieder schöner werden. Schlechtwetter zieht hinaus. Und da kann man einen Blick nach Wien werfen. Auf der rechten Seite der Millennium Tower. Beim Donauturm dahinter, der schwarze Turm, der DC Tower. Vor dem DC Tower ist der Cartlets Tower. Der ist eigentlich an der Grenze zu Jiddelsee, der gehört zu Jiddelsee. Das ist meine Heimat, der Cartlets Tower. Der Donauturm ist beim Donaupark, der ist schon beim 22. Ebenso der Millennium Tower, das ist alles der 22. Und da hinten die rot-weiß-roten Pfeiler, die zwei, das ist die Lobau. Sieht man heute sehr gut hinten hin. Die rote Brücke, das ist die Jeliseer Brücke. Ja, da hinten ist unsere Heimat, sieht man gut hinüber. Jetzt sind wir in Langensersdorf in Niederösterreich. Willkommen am Land. Hier geht es weiter zu der schönen Korneuburger Au, wenn man da weiterfährt. Da hinten um die Ecke ist dann der Wald zu der Korneuburger Au. Und da hinten, wenn man nicht schaut, da hinten nach der Kurve, da hinten die Schlinge. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Die Schlinge da hinter der Kurve, da geht es dann nach Dulln hinaus. Wenn man das als Radfahrer geschafft hat, dann kann man eigentlich stolz sein. Dulln ist schon eine weite Strecke. Da kann man sich dann schon gratulieren und sagen, super, man hat was geleistet, man hat was geschafft. Mit guten Rädern ist das eigentlich ganz einfach zu schaffen. Mit schlechten Rädern schwierig, vor allem wenn es windig ist. Dann kann das auch fast unmöglich werden. Bei gutem Wetter, mit gutem Rad ist das sicherlich möglich. Auch in kurzer Zeit. Wie lange wenn wir rausfahren? 2 Stunden, wenn wir nach Dulln fahren. Ungefähr 2 Stunden, wenn das Wetter gut ist, fahrt man mit dem Rad nach Dulln hinaus. Also mein Radio hat nicht so eine schöne Ausrüstung. Da fehlt allerhand. Ich habe mir das nur einfach damals gekauft. Ich habe mal ein ganz gutes gehabt, das Merida-Rad. Leider, das habe ich nicht mehr. Das ist auch ein schönes, ist aber schon in die Jahre gekommen.
Hat auch nicht den Speed, was meine Freundin oben hat. Aber egal. Es ist schnell genug, es macht Spaß. Man kann auch relativ bequem fahren. Mir reicht es vollkommen. Meine Freundin soll natürlich ein gutes Rad haben, dass man auch schöne Touren machen kann. Mit dem Wetter haben wir Gott sei Dank jetzt Glück. Die Regenfront ist abgezogen. Damals auf meine Touren, wie ich mit meinem Cousin gefahren bin, sind wir mehrmals in ein Gewitter mit dem Rad reinkommen. Leute, das ist sehr unangenehm. Wenn es Vollgas schüttet, wenn die Blitze runterfahren, das ist dann schon ein bisschen aufregend, wenn ein Gewitter ist. Da vorne fängt ein Teil von FKK an. Der größere, berühmte Teil ist mehr in der Lobau. Hier fängt ein kleinerer Teil von FKK-Strand an. Aber irgendwie ist den Leuten zu kalt. Heute hat es nicht die guten Temperaturen. Aber wir sind nicht da wegen den FKK-Leuten. Völlig egal, jeder soll machen, was er will. Jeder soll sich wohlfühlen, wie er will. Gehört auch dazu. Wir wollen einfach nur Rad fahren, wir wollen draußen sein. Das war das Ziel und wir wollten das Rad testen. Und ich würde sagen, ich habe verloren. Mit diesem Rad kann ich nicht mithalten. Da muss ich wahrscheinlich auch ein besseres Rad kaufen, dass ich da eine Chance habe. Mit meinem alten Rad habe ich keine Chance. Schafe, das ist was Neues. Kenne ich nicht. Habe ich da noch nicht gesehen, Leute. Schafe, stellt euch vor. Na, das ist neu. Habe ich hier in diesem Bereich noch nicht gesehen. Das haben sie toll gemacht. Ja, das ist neu, die hat es früher da nicht gegeben, die Schafe. Für eine natürliche Wiesenweide ist da gestanden. Ja, die sind besser wie der Rasenmäher. Die fressen da die Wiese gleich zusammen. Und das ist wirklich Natur. Die brauchen kein Benzin, die brauchen nichts, keinen Strom. Die machen das von sich aus. Ich habe ein Rennrad, der hat noch mehr Speed, da kann ich schon gar nicht mithalten. Rennrad ist ja auch schön, aber von den Reifen ein bisschen Respekt, wenn man dann unwegsames Gelände fahren und wir wollen eigentlich überall fahren, dann hat man da schnell einen Platten. Und deswegen würde ich mehr zum Mountainbike raten für uns zwei. Wir sind mehr die Mountainbike-Fahrer. Ja, da können wir auch schön in die Korneuburg auffahren. Und da ist der Boden nicht ganz so schön. Da kann eigentlich mit dem Mountainbike relativ wenig passiert mit diesen Reifen. Beim Rennrad muss man doch immer einen Hintergedanken haben. Man könnte sich am Bart schneiden von einem kleinen spitzer Stein. Kann dann schon bei den dünnen Reifen reichen. Und dann hat man einen Bartschen. Mountainbikes sind da robuster.
Naja, meine Freundin wollte auf ein Bier gehen, jetzt sind wir auf der falschen Seite, jetzt haben wir nicht aufgepasst. Aber wir kommen dorthin. Dann fahren wir halt drüben nochmal ein Stück rauf. Wer trinken will, macht dafür alles. Ja. Jetzt sind wir auf dieser Route, wo kein Lokal kommt. Mein, später kommen mehrere, aber nicht auf dieser, ja, nicht auf dieser Höhe. Müssen wir dann wieder bei der Brücke rüber. Da müssen wir sich ein Bier reinhauen. Ich glaube, das haben wir sie verdient. Ein Bier in freier Natur, das ist doch was Herrliches. Schmeckt irgendwie ganz anders, als wenn man es einfach nur zu Hause trinkt. Naja, ärgerlich ist, ich kann wirklich nicht mithalten. Ich bräuchte so ein ähnliches, was sie hat. Mit meinem Rad komme ich da nicht richtig mit, ja. Dass so krasse Unterschiede sind, hätte ich mir jetzt auch nicht gedacht. Aber der Verkäufer hat es schon angekündigt. Das Rad hat ordentlich Tempo. Und in meinem alten Genesis habe ich da keine Chance. Eine Nebelkrähe hat ein bisschen graue Flecken. Da hinten noch eine. Die Krähen, was jetzt da sind, die haben den Flug in ihre Heimat nicht angetreten. Die haben sich gedacht, was soll's. Wir haben hier auch unser Futter, wir haben Natur, wir haben alles. Warum soll man den weiten Flug nach Russland wagen, wo jetzt der Krieg ist? Ja, hier fängt der FKK an. Unglaublich, wie meine Freundin davon rast. Die genießt das förmlich. Wenn ich nicht mithalten kann, vergönne den Spaß, sie soll einen Spaß haben. Ich schaff's nicht. Das Rad kann einfach nicht mithalten. Sie plagt sich auch nicht, das Rad ist einfach federleicht, hat schnell den Speed um. Unglaublich. Das ist sowas wie Langlaufen. Der trainiert schon im Sommer für den Winter. Ich weiß nicht, Langlaufen ist nicht so mein Sport. Es schaut anstrengend aus. Wird es auch sein. Bin so mehr der Skifahrer. Gemütlich umstehen und runterfahren, genau das ist meines. Skifahren ist ein bisschen leichter vielleicht, auch wenn es ein bisschen gefährlicher ist wie Langlaufen. Aber da hat man dann Tempo, muss nicht so viel herumstrampeln. Ich glaube, meine Freundin kriegt gar nicht mit, dass ich gar nicht mitkomme. Sie hat einen Speed um und merkt es gar nicht. Naja, ich brauche auch ein besseres Rad. Dieses Rad hat doch schon mindestens 20 Jahre auf dem Buckel. Im Stich lassen hat mich dieses Rad noch nicht. Aber ein Hochgeschwindigkeitsrad ist es auch nicht. Fürs Tempo machen ist es wahrscheinlich nicht geeignet. Mountainbike ist ja eigentlich mehr fürs Gelände zuständig
muss nicht der schnellste sein, aber es ist natürlich vom Vorteil, wenn man so ein gutes hat wie meine Freundin, dass man auch ein bisschen Tempo raufbringt. Da vorne ist die Lissier Brücke, wenn wir dann rüberfahren auf unser Bierchen. Heute muss ich noch in die Nachtschicht, die ganze Woche leider. Die Schichtarbeit, die haut mir eigentlich ordentlich zusammen. Vor allem die Nachtschicht. Keine Ahnung wieso, früher habe ich das besser vertragen. In den letzten Jahren macht mir die Nachtschicht kaputt. Ich sage es euch ehrlich, Leute, da gehe ich an meine Grenzen. Nachtarbeiten, wer das noch nicht gemacht hat, der kann darüber nicht reden. Aber es ist schon hart, Nachtarbeiten. Das ist schon anstrengend. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsstelle, wo man beim Sondern was finden kann. An dieser Stelle findet man immer was. Wenn ich wieder mal mit dem Metalldetektor eine Runde mache, dann werde ich dann vielleicht dort wieder anfangen. Oder bei die Äcker, wo sie mit den Bauern reden. Jetzt geht's nicht. Im Herbst, Winter dann kann ich auf einen Acker auch. Am Land kenne ich ja doch einige, kann ich fragen, ob ich auf dem Acker ein bisschen nach Metallen suchen darf. Die finden das eigentlich ganz okay, kennen auch viele am Land. Für denen ist es auch gut, wenn ich die Metalle entsorge, damit sie ihre Maschinen nicht zusammenhauen. Aber die ganz großen Metallteile liegen eigentlich eh nicht. Ich bin da mehr auf alte Münzen fokussiert, vielleicht auf ein paar Musketenkugeln, ja, auf sowas bin ich da fokussiert, wenn ich auf Schatzsuche gehe. Das Eisen, das kann man entsorgen, das ist für mich nicht der große Schatz, obwohl schon manchmal auch ein Eisen sehr interessant sein kann, wenn es alt ist. Aber in manche Gegenden darf man das nicht. Da muss man schon aufpassen. Fragt's lieber, wenn ihr wo seid. Und auf keinen Fall, liebe Leute, wenn ihr nach Schatz sucht mit Metalldetektor, vermeidet hier eine Burggegend. Das kann eine enorme Strafe geben. Eine Gerichtsverhandlung. Da könnt ihr ordentlich drauf zahlen. Also, bei einer Burg, lasst die Finger davon, das zahlt sich überhaupt nicht aus. Das ist archäologisches Gebiet. Am besten ist sogar am Strand, da habt ihr immer Glück, wenn ihr mit dem Metalldetektor auf Suche seid. Also schaut, meine Freundin strahlt. Sie hat mich besiegt und Haus hoch. Mach mal ein schönes Foto. Haus hoch hat es mich besiegt. Und jetzt gibt es ein Foto. Die Sonne blendet, ich sehe es nicht ganz gut, machen wir ein paar noch. Perfekt. Noch eine. Warte. Ich muss da, sonst sieht man die Finger. Passt schon, geht genug. So. Die Donau.
Der Donau dürfte wieder tief sein, schaut hinunter. Am Rand schon relativ tief. Auf Bier. Meine Freundin mag schon auf ein Bier, dann gehen wir auf ein Bier. Die Dauer ist wachsen mit den Jahren, da stehen schon wieder Kräne, da wird gebaut, gebaut. Aber wir gehen auf ein Bier. Ja, die Leute haben Spaß. Kleines Kind fährt mit dem Roller. Heute ist Weltkatzentag, liebe Leute. Heute ist der 8. August, Weltkatzentag. Also jeder, was eine Katze hat, alles Liebe. Passt auf eure kleinen Raubtiere auf. Ob zweibeinige Katzen oder vierbeinige Katzen, euch allen alles Liebe. Einen schönen Katzentag. Opa, da müssen wir aufpassen, wir sind zu schnell. Nicht, dass wir da gleich eine Massenkarambolage machen. So, da gibt es jetzt mehrere Hütten. Die ist einmal abgefackelt worden, weiß ich nicht. Das war glaube ich, ein Versicherungsbetrug. Diese Schiffhütte ist einmal abgefackelt worden. Steht da wieder, wie es ausschaut. Will jetzt aber da nicht sagen, dass der Versicherungsbetrug war, vielleicht auch nicht. Ich möchte da nicht festlegen. Es gab da halt Gerüchte. Auf alle Fälle war die ordentlich abgebrannt. Jetzt steht wieder alles. Hat auch wieder offen, wie es ausschaut. Aber ich mag eigentlich da hinten gehen. Ich mag da hinten auf die andere Hütte gehen. Nicht auf diese erste. Auf der hinteren Hütte habe ich mich eigentlich ganz wohl gefühlt. Dort mag ich auf ein Bier gehen. Keine Ahnung, welches Bier die da ausschenken. Aber Bier in der Natur, Leute, ihr wisst, das ist ein Traum. In frischer Natur, bei dieser frischen Luft, meine ich, ein Bierchen zu trinken. Was kann es denn Schöneres geben? Darf man sich gut gehen, kann sich ein kühles, blondes reinhauen an diesem schönen Tag. Die Sonne kommt auch wieder heraus, die Temperaturen gehen hinauf. Super, super, super. Jetzt haben wir beide ein schönes Rad, wobei ich sagen muss, mit meinem bin ich jetzt nicht mehr zufrieden. Jetzt sehe ich schon den Unterschied. Jetzt gibt es was zu meckern. Also meine Freundin hat das bessere Rad. Ich habe verloren. Kann ich nichts machen. So ist es. Ich muss schauen, dass ich mich auch modernisiere, dass ich auch was Besseres bekomme. Oder diesen Rad vielleicht einmal einen Service gönne. Vielleicht geht dann ein bisschen mehr. Aber viel kann ich auch nicht herausholen, weil das Rad kann es einfach nicht. Auch wenn er ein gutes Service hat, dieses Rad, ich kann da nicht viel rauskitzeln. Das vordere Rad von meiner Freundin hat einfach viel mehr Leistung. Der Wind wird stärker, macht aber nichts, wir sind nicht so weit weg von zu Hause. Egal wie stürmisch es jetzt wird, ich mag ein Bier trinken. Wir haben es nicht weit, meine Arbeit ist da auch in der Nähe. Ich bin da ganz in der Nähe von meiner Arbeit. Da ist die Autobahn daneben. Ich glaube, wir müssen runter. Jawohl, wir müssen runter. Oder vielleicht wäre es oben auch gegangen, ich weiß es nicht. Ist ja wurscht jetzt. Ja, da kommt jetzt unsere Hütte, glaube ich. Da noch nicht. Nächste.
Ich weiß nicht, ob wir jetzt richtig sind, schauen wir mal, ich weiß nicht. Wo gehst du hin? Da geht's. Maria! Zu Hause ein Bier oder da ein Bier? Zu Hause ein Bier oder da ein Bier? Aber das war schon nicht alles zu. Ich weiß es nicht, ich glaube da vorne hat es schon offen, wie du magst. Wo vorne? Wo wir vorbeigefahren sind, da waren sicher Leute. Aber wo? Wir sind ja vorbeigefahren beim Hinfahren. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob wir jetzt nicht schon zu weit sind. Ich weiß nicht, ob wir nicht zu weit sind. Das muss ja ganz in der Nähe von der Brücke sein, oder? Von der roten Brücke. Ich glaube, wir sind zu weit, oder? Ja. Lass mich überlegen. Entweder ein Stückchen noch raus. Auerhahns. Na, fahren wir da. Geöffnet. Das wird das sein. Da wird Auerhahn heißen. Rechts hinauf. Ich glaube... Ja, der hat sicher offen, der hat immer offen. Auerhahn, glaube ich, heißt der. Aber dort ist ganz gemütlich. Dort ist ganz gemütlich, glaube ich. Ja, Beachvolleyball, das ist das, sicher. Wo der Sand ist. Beachvolleyball, sicher, das ist das. Hundertprozentig. Da kann man Beachvolleyball auch spielen. Das muss jetzt eh kommen, nach der Kurve, glaube ich. Jetzt war ich selber ein bisschen irritiert, aber da über die Brücke, wo du gefahren bist, da kommen wir nirgends hin. Da sind nur die Häuser bei Strebersdorf. Ja. Da geht es zu meiner Arbeit. Jetzt mag ich noch nicht arbeiten. 12 Stunden am Sonntag, die waren genug. Heute sind es nur 8 Stunden, die ganze Woche 8 Stunden. Sonntag 12 Stunden, das war hart. Das war zum Anspeien. Ja, da ist diese Hütte. Mit Beachvolleyball. Ja, jetzt gehen wir ein bisschen Speed. Gleich nach der Kurve. Aufpassen. Zack. Ja, fahren wir da gleich. So. Das müsste das Rad eh gut halten. Mir fehlen da die Kleinigkeiten, was bei der Freundin alles schon oben ist. Das habe ich da nicht drauf gemacht. So, das kann nicht abwaschen, das Rad. Das haltet. Zup! Oder auch nicht. Oder auch nicht. Haltet nicht. Hier haltet es. Jetzt haltet es. Passt. Schatz, gehst du 2 Bier? Du nur deines, absperren. Wenn es meine stillen, werden es nicht viel Freude haben. Bei deinen werden schon viel Freude haben. Deines mitnehmen. Meines ist in die Jahre gekommen, können es mitnehmen. Aber ich sehe es. Notfalls laufe ich so schnell nach, das wird es keiner nehmen. Gib her, ganz einfach. Du musst es dann nur zusammenstecken. Du kannst das vorne, du hast das gar nicht reingetan, so wie es gehört. Naja, so ist nicht gut. Achso, du hast hier einen Ständer auch, aber. Ja. Ja. Aber
So ist auch nicht gut. Du machst das kaputt, Schatz. Aber die Reifen passen nicht. Passen, ja, ich mag das nicht. Passen schon. Okay. Passen schon. Na, und jetzt? Jetzt stehen, da brauchst du es nicht mehr. Ja, du kannst das. Das ist ein bisschen heftig. Mach es einfach so schon. Das bringt keiner auf. Man schon, aber nicht so einfach. Das ist was Modernes. Da brauchen sie ein grobes Gerät. Wenn sie das aufmachen wollen, müssen sie laut sein. Da brauchen sie ein Flex. Na ja, da haben wir Pech, das hat zu. Obwohl unten angeschrieben war, es ist geöffnet. Hat aber zu, dann fahren wir nach Hause. So. Boah. Das wieder aufsperren. Naja, die haben wahrscheinlich wegen einem Regen geglaubt, da kommt heute eh niemand. War ja heute wirklich ein schierer Tag. Da haben sie zugesperrt. Boah, ich sehe da überhaupt nichts jetzt. Ich sehe da jetzt nichts. Shit. Wo ist es jetzt? Ah. Warte mal. Oh. Warte. Du hast feinere Finger, ich komme da jetzt nicht hin. Tu mal mein Rad weg. Das Rad stört. Warte, ich tue das Rad weg. Ah. So. Jetzt siehst du mehr. Jetzt kann man mehr hin. Jetzt sieht man es besser. Weil mit dem Rad komme ich nicht zu. Jetzt kommst du mehr hin, ja. Perfekt. Zusammenfalten wieder. Tu es einfach rein, genau, zack. Zusammenfalten. Und dann hier hinauf. Einschnappen, da unten. Dann einfach nur rüber drücken. Da musst du auch drücken. Da drücken, zack, fertig, ja. So. Dein Rucksack? Ja. Naja, ich glaube, wir haben zu Hause was drin. Jetzt können wir ja keine großen Reisen machen. Ich muss dann in die Arbeit. Nach Hause. Ich muss dann in die Arbeit und dann war es das wieder mal für heute. Aber wir werden jetzt größere Reisen machen. Jetzt haben wir ja beide ein schönes Rad. Ja, jetzt kommt die Abenddämmerung, die Sonne geht unter. Schwimmen ist niemand mehr. Na, heute war kein guter Tag. Zum Schwimmen schon gar nicht. Der Wind geht jetzt auch etwas. Aber jetzt wird es Abend. Es beginnt dann wieder die Nachtschicht. Wenn wir daheim noch ein Bier reinhauen. Gemütlich zusammensitzen. Und dann muss ich eben wieder arbeiten gehen. Samstag um 6 in der Früh mit einer Ruhe von der Nachtschicht. Da endet sie dann. Fahre ich dann nach Hause und Samstag um 6 in der Früh. Dann habe ich 9 Tage frei. Na schade, wahrscheinlich wegen einem Regen hat er zugemacht. Was soll er da machen, wenn es den ganzen Tag regnet? Kunden hat er keine gehabt. Und jetzt, wegen die bisschen Sonnenstrahlen, hat er jetzt auch nicht mehr aufgesperrt, jetzt am Abend. Aber bei schönem Wetter hat er eigentlich immer offen. Ihr Rad ist wirklich wahnsinnig schnell. Was
kann sein. Nein. Kann sein. Kann sein, ja. Oh. Einmal gewonnen. Tut das gut, dass du so ein schnelles Rad hast? Weil da plagst du dich nicht. Bist im Nu, überall. Wahnsinn. Jedlesee hat uns wieder, die Brücke ist da. Wir sind wieder in Jedlesee. Puh. Ganz heiß wird es heute nicht mehr. Wird schon so bei die 18 Grad, 20 vielleicht bleiben. Aber wahrscheinlich die nächsten Tage, vielleicht kriegen wir noch 30. Aber mehr wohl kaum. Da bin ich mal mit Inlineskater Vollgas runtergefahren. Dann ist ein Auto gekommen. Ich habe es einfach nicht mehr bremsen können. Ich habe mich einfach nicht mehr hingesetzt und die Hose war komplett zerfetzt. Da ist ein Auto gekommen damals. Und das war mit Inlineskater, war mir das zu schnell. Ich habe es nicht abbremsen können. Da war das damals mit den Inlineskater, die Geschichte. Ach so, ja. Das war eine schöne Hose, was ich da kaputt gemacht habe. Das war wirklich eine schöne Hose. Und die ist mir heute noch leid. Hui, stopp da, Flatte. Danke.
Burgenländer lässt uns fahren, dankeschön. Der eine Radfahrer war der Ärgste, der ist gleich durch, ohne zu schauen. Ohne Bremsen. Ja, ist voll durch. Der hat null geschaut. Null, ja. Ich sag auch. Das kann gefährlich sein auf der Hauptstraße. Mhm. Wollen wir nicht mit den Autos kollidieren. Als Radfahrer schaut man da ein bisschen lieber aus. Und überhaupt. Na, da nähe. Da. Wo? Komm, Langenstersdorf, Wiesenberg. Da irgendwo bei uns wird was trinken. Und bei uns, da hat gar nichts mehr offen. Aha. Alles zu. Früher hat es das Kanadien-Café CC gegeben, das war leiwand. Die haben die urguten Cocktails gehabt. Gibt's leider nicht mehr, da war ich oft, das war früher mal meine Stammhütte in Idlesee. Kanadiencafé CC. Das war wirklich schön. War drinnen ganz in Kanadien-Style. Also da war alles sehr schön eingerichtet. Aber das gibt's leider nicht mehr, schon lange nicht mehr. Es hat auch einen Kastanienwirt gegeben, den gibt es auch nicht mehr. Ja, da hat es einen Tennisplatz gegeben, den gibt es auch nicht mehr. Schatz, da war ein berühmter Tennisplatz. Wo jetzt das Pfarrheim der Kirche ist, das war ein berühmter Tennisplatz. Da fahren wir durch die Anlage. Das ist alles verbaut worden. Das hat früher zu dem Feldweg dazugehört. Da stehen jetzt überall Häuser, eine kleine Großfeldsiedlung ist das geworden. Das hat da früher dazugehört, hinten zu den Feldwege. Geht's wieder hinein, nach Hause. Wieder angekommen, perfekte Radlerhose, war bequem. Jetzt trinken wir unser Budweiser. Den Helm werden wir runternehmen. Sekunde. Ich hoffe, die Frisur passt. Ich bin verschwitzt. So, liebe Leute, mit dem Bier werden wir uns jetzt verabschieden. Einmal. Zweimal. So, liebe Leute, das soll es gewesen sein von der Donauinsel, von unserer schönen Radtour. Prost, bis zum nächsten Mal, Leute. Boah, das war gut. Sehr gut. Ciao, Leute. Baba.